Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. Ein 50-jähriger Mann wurde in Schwerin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er seinen 2 Jahre alten Sohn im Jahre 2013 erstickte. Das Kind soll den Auswanderungsplänen des Vaters im Weg gestanden haben. Ob ein Verfahren gegen die Mutter eröffnet werden soll, ist noch unklar. In Mecklenburg-Vorpommern wird momentan die Frau des Jahres 2024 gesucht. Seit 2019 werden Frauen für ihr besonderes Engagement und ihre außergewöhnlichen Leistungen gewürdigt. Das ganze Land ist dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Diesen Donnerstag wird deutschlandweit der Alarm für den Katastrophenschutz getestet. Radio- und Fernsehsendungen sollen unterbrochen werden und ein Alarmton soll aus allen Smartphones ertönen. In Schwerin werden außerdem 13 Sirenen getestet. Das Ganze dient dazu, die Bürgerinnen und Bürger mit den Alarmtönen vertraut zu machen. Der bundesweite Testalarm wird 11 Uhr zu hören sein. Die Entwarnung folgt voraussichtlich 11.45 Uhr. Auf dem Marienplatz kam es am 10. September kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Während des Handgemenges kam es außerdem zu Flaschenwürfen. Ein 18-Jähriger gab an, von einer Flasche getroffen worden zu sein. Ein 23-Jähriger wies zudem Wunden am Rücken auf. Die Polizei ruft mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen.